Genau, geht zu Meister Markus. Wir haben jetzt das Amulett, das wir brauchten, um einen Teil unserer Prüfung abzulegen. Fehlen halt nur noch die anderen Teile. Aber immerhin das schon mal. Entschuldigung, Herr Lehrer, was gibt es? Ich würde gerne ein Stärkungselixier machen. Wäre das in Ordnung? Ich habe in den Rezeptbüchern gestöbert und ein Stärkungselixier erscheint mir recht harmlos zu sein. Keine ganz einfache Wahl. Aber es wäre auf jeden Fall ein geeigneter Prüfungstrank. Also los. Sehr gut. Ich könnte etwas Hilfe bei den Zutaten für meinen Trank gebrauchen. Nö, eigentlich nicht, oder? Ich habe noch nicht alle Zutaten für meinen Trank zusammen. So schnell geht das auch nicht. Ich brauchte für meinen Trank damals die Wimper eines unsichtbaren Eichhörnchens. Oh, die sind selten. Wo ich so eins finde, wüsste ich sogar. Tatsächlich? Mich hat es 6 Jahre gekostet. Aber nichts im Vergleich zum Motorsägenbenzin. Das habe ich bis heute nicht gefunden. Man muss halt suchen. Also frag alle, die du kennst. Das Benzin gab es in einem anderen Teil. Nur leider gab es damals keine Kettensäge dann. Ja, das aber nur nebenbei. Ich habe das Amulett des Balthasar. Sehen Sie hier. Oh, mein... Ist das... Ja, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Ich bin durch den Spiegel gegangen und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom. Wie ist das? Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst. Aber Klärchen, wie war das noch mit dem Zauberspruch? Nee, das haben wir schon gemacht. Ich lerne dann mal weiter. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Ich frage mich jetzt, haben wir das Amulett noch? Wir haben das noch, immerhin. Das wäre ja, das wäre als Trick auch sehr gemein gewesen, wenn wir das magische Artefakt ihnen dann hätten geben müssen. Ja, hier, versteht ihr. So, liest den Zaubertrankrezept. Hirschkäfer, Geweihpulver. Haben wir noch? Wir haben noch keinen Hirschkäfer, ne? Sehe ich doch ganz richtig. Die ganzen anderen Rest haben wir ja schon. Damit wüsste ich jetzt spontan mal nicht, wo wir denn jetzt weiterkommen. Der Kerl ist ja weg, der Händler. Hirschkäfer. Wir haben hier Weltvergrößerungszeugs. Das sind alles hier die Zutaten für den Trank. Zauberstab. Ring. Ich rede nochmal hier unten mit. Vielleicht haben die hier noch was. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Okay. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Ja, die Weltherrschaft zum Beispiel. Vielleicht können sie etwas für mich besorgen. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Ich muss einen Trank brauen und dazu fehlen mir noch Zutaten. Ich muss einen Zauber vollführen, doch mir fehlt dabei irgendwie helfen. Oder so ähnlich. Ich habe einfach mal improvisiert. Eine meiner Diplomprüfungen besteht darin, einen Trank zu brauen. Sag nichts. Dir fehlen noch Zutaten? Yes. So ist es. Die Zutaten für diese Tränke sind das Letzte. Man fragt sich jedes Mal, wie zum Teufel jemand darauf gekommen ist, Drachenpopel oder Haare vom Hintern eines Waschbären in einen Trank zu mixen. Was brauchst du denn alles? Hier, sehen Sie selbst. Mit den meisten kann ich leider nicht dienen. Aber das da, Hirschkäfergeweihe, davon hat Onkel Alfredo welche an der Wand hängen. Ich frag ihn mal, ob er ein paar herausrückt. Können Sie mir die beiden Sachen besorgen? Das würde mir schon sehr helfen. Kein Problem. Ich hänge wieder die Fahne vor den Eingang, sobald wir alles haben. Ja, trink da ein paar und dann kommt eine Fahne aus dem Eingang. Ich muss ein paar Zauber vorführen. Können Sie mir dabei irgendwie helfen? Könnt ihr mir dabei helfen, einen Zauber für meine Prüfung zu lernen? Ich fürchte, niemand von uns ist Magier. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Ja. Tschüss. Achso. Das nenne ich mal ein großes Sandwich. Ja. Der König und die anderen Ratten können sich daran richtig satt essen. Jo. Ja, haben wir dem eine schöne hingeschoben. So, Judy, dann haben wir jetzt hier Käfer haben wir noch nicht.
Nochmal raus. Ah, genau. Wir haben das Seil da ja schon rangebunden. Es fehlt uns allerdings noch irgendeine Art von Köder, wie wir denn das Kanickel hier wieder reinwumpen können. Dass wir das da rein locken. Der Baum klemmt unter einem Stein fest. Ein leichtes Zupfen am Seil und die Schlinge zieht sich blitzschnell zu. Hoffe ich zumindest. Das ist richtig. Okay, dann gehen wir erstmal so rein. Da. Nee, nicht da. Nein, zurück. Zurück. Kleiner Gnome. Das weiße Fähnchen ist wieder da. Es sieht eigentlich so aus, als ob dir direkt ein Beutel hängt. Aber ich glaube, das ist auch fast mal so, ne? Sehen. Ja, das sind einige Hirschkäfergeweihe. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Ho, ho, ho. Und trotzdem ist es eine Zutat für unseren tollen, tollen Trank. Naja, Geweihe haben die, also die sieht halt so ähnlich aus, was die da haben. Deswegen heißen die ja so. Ich glaube, damit haben wir alle unsere Sachen fast. Wir müssen jetzt noch klein mörsern hier. Hirschkäfergeweih mit Mörser. In Ordnung. Ich zermahle die Geweihe zu Pulver. Ja. Fertig. Damit habe ich das Hirschkäfergeweihpulver für meinen Trank. Ein bisschen Flüssigkeit dazu und man hat einen prima Brotaufstrich. Lecker würzig. Dann wollen wir mal. So, wir brauchen mal den Zaubertrank, ne? Ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Also los. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Das ist nämlich das Problem, wir müssen hier tatsächlich selbstständig dran arbeiten. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren. Geisterpilze. Zack. Umrühren. Das heißt, wir müssen das jetzt mit dem, oder ich muss das mit der Maus hier drehen. So. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Das ist ja also quasi ein kleines Minispiel, was man hier drin hat. Links herumdrehen, rosa. Hm. Dreh. Das ist nicht rosa, das ist gelb. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Ja. Also rosa ist es nicht so wirklich. Na, Bläschen, 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 Bläschen. Hallo Bläschen. Soll das Bläschen sein? Ich mach das mal. Ja. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Heieiei. So, Knochenwürmer. Eins. Es gibt tatsächlich solch Chemiezeug, was die Farbe ändert. Zwei. Drei. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Puh. Eins, zwei, drei, vier. Was? Hallo? Das war tipptopp. Das war wohl nichts. Nee. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Ich fand das schon sehr überzeugend, dass er... Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Finde ich nicht Geisterpilze gut. In den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Das mit den... So, hier, zack. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Lilla Rühr. Rosa. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Na, Bläschen, wo seid ihr? Oh, rühren.
Boah, ist das rührend. Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Wie gesagt, es gibt tatsächlich, das ist so ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, wenn das wenn es die Farbe ständig kippt. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Das ist echt die Frage, wie das jetzt genau gemeint ist. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Ach, okay, war nur zweimal. Aber es ändert dann die Farbe, es ist gut. Ich habe ihn vertan jetzt gerade. Das ist mein Fehler, sorry. Fast. Ja. Ja, fast. Und nochmal von vorne. Ja. Im Topf köcht Geister in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Hier. Zack. Gut, immerhin sollte das jetzt kein Problem mehr sein. Aber das dachte ich eben ja auch schon. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Immerhin können wir das Rezept bald auswendig. Können wir das zu Hause dann immer schön nachkochen? Brauchen wir nur die Zutaten. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Rühr! Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Boah, ist das spannend. Oh, grün, gelb, zwei. Grün, irgendwas. Drei. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum dreimal. Und dreimal rechts herum rühren. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, eins. Hallo? Das war aber tipptopp. Da kann sich so niemand beschweren. Und nochmal das Ganze. Ja, das hat. Ja, ist ja gut. Klar. Ja. Es hat damals übrigens, wo ich das erste Mal gespielt habe, deutlich besser funktioniert. Muss ich mal behaupten. Dann mit dem Umrühren aufhören. Wir können auch direkt mal das Falsche da reinschmeißen. Grün. So. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Rührt nicht geschüttelt. Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Alter. Das kann doch nicht sein. Und noch. Dieses Mal. Schnauze. Klar. Ja. Im Topf köchelt Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Ja, und sonst so, wie geht's euch gerade? Alles klar bei euch? Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herumrühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Oder hattet ihr dasselbe auch rote so die Schwierigkeiten mal? Dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Und rühr! Rührei! Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei.
Oh, drei! Die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum. Ich weiß nicht, ob ich dann so halt die zweimal links rum so weit drehen muss, bis da irgendeine Farbe bei rauskommt. Ich kann auch einfach so hier machen, ne? Muss gar nicht klicken, oder wie ist das? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Und eine leckere Knuste, Kruste. Goldgelb? Welches Goldgelb meint der? Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Wir haben es geschafft! Yay! Applaus! Und jetzt? Ich hab's geschafft! Mein erster Zaubertrank! Kleb ihn doch in dein Poesiealbum. Guck mal, wie leer das Inventar jetzt mittlerweile ist. Stärkungselixier! Hier, guck mal, Meister. Entschuldigung, Herr Lehrer? Was gibt es? Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier gebraut. Schaut, Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit zwei Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Das kriegen wir hin. Ich lerne dann mal weiter, ne? Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Jojo. Judy, hat er seine Zeitung nicht irgendwo mal durchgelesen? Puh, was machen wir jetzt mit Stärkungselixier? Mal so gesehen hier. Der Zaubererlehrer sagt, es sei ein mächtiges, magisches Amulett. Aber er konnte mir nicht sagen, was die Fähigkeiten des Amuletts sind. Ach, vielleicht werde ich es nie erfahren, aber immerhin habe ich damit die Prüfung bestanden. Klar werden wir es erfahren. Vielleicht können wir es ja mal benutzen. Wir hängen das einfach mal um. Aber es geht wahrscheinlich, glaube ich, nicht. Nee. Der Trank verleiht unglaubliche Kräfte. Aber es ist nur noch wenig in der Fiole. Ich werde ihn mir aufsparen. Nom, nom, nom.